Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Danira.ep und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Wir sind immer noch in Fenmon. Wir müssen immer noch das psychopathische Mädchen in Rot gekleidet irgendwo finden, welche sich irgendwo hier befinden soll. Aber ich habe keine Ahnung wo. Deswegen suchen wir immer noch weiter. Nein, ich habe nicht offscreen gesucht. Ich gucke mich noch mal hier in jedem Gebiet um. Irgendwo muss er ja sein. Kann ich mal dahin? Zurücktreten. Wenn ihr meine Befehle nicht folgt, muss ich euch festnehmen. Wie trocken ich das jetzt irgendwie vorgelesen habe, das habe ich ja selber jetzt bemerkt. So, hier ist sie nicht. All den Fenmon, Ausschau nach dem Mädchen in Rot. Guck mal hier. Nein. Ich gehe jetzt hier wirklich jeden Fitzelchen ab. Weil es scheint, ich habe jetzt jeden Ort abgegrast und ist hier, keine Ahnung. Ich scheine sie nicht zu finden, wenn ich im richtigen Gebiet bin. Also muss ich wohl hier alles besser durchsuchen. Oder vielleicht muss ich echt mit den Leuten hier reden, nachfragen. Ja, wenn sie sowieso eine Spionin ist, dann werde ich mal, denke ich mal. Wieso soll ich diesen Weg nicht wählen? Was soll das? Aber ich will diesen Weg wählen. Das ist der einzigste Weg. Mann, wo? Wo ist die Olle? Die schwimmt wahrscheinlich irgendwo durchs Wasser. So, da ist sie auch nicht in diesem ganz langen Gang. Muss irgendwo hier oben sein. Keine Ahnung. Da vielleicht. Dann habt ihr den Auto-Saboteur, also die Forschungszentrum angegriffen. Ein erbärmlicher Besuch. Darauf sind wir bestens vorbereitet. Ja, wo denn, Mela? Ich such doch schon. In der Uni ist sie auch nicht. Muss sie am Hafen sein? Wo ist sie? Wo soll sie denn sonst sein? Ich verstehe das nicht. So, habt ihr irgendwie ein Mädchen in Rot gesehen? Hast du ein Mädchen in Rot gesehen? Nein. Wie ich einfach hier so durchgehe, ich habe noch nicht mal eine Ahnung hier. Du siehst wichtig aus. Hast du ein Mädchen in Rot gesehen? Hast du ein Mädchen in Rot gesehen? Ja. Suchen Mädchen, bisschen klein, weiße Haare. Ich glaube, sie hatte auch Sommersprossen. Leicht verrückt, also keine Ahnung. Boah. Gibt's da nicht. Wehe, die sitzt irgendwo oder steht irgendwo und ich muss die wirklich ansprechen oder so. Vielleicht hier weiter. Jetzt da noch irgendwo weiter. Vor allem ich rieche einen Bosskampf auf uns zu kommen und ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwo in der Uni ist oder so. Oder vielleicht müssen wir sie ja verfolgen oder was weiß ich. Langsam gehen mir die Ideen aus. Muss irgendwo in der Uni sein oder so. Muss irgendwo drin sein. Aber wo? Es war das Mädchen, das in der Forschung klein in Rot. Wo ist sie denn? Mein Gott, wo ist sie? Muss irgendwo hier sein, dann. Wir haben keine mehr, noch nicht genug. Ich habe nur einen Runden ins Labor, als passiert ist. Ja, wo denn? Wo ist sie denn? Mann. Ey. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie auch hier irgendwo ist. Mann. Ich ja mit jenen jetzt einfach spreche. Sprich mich nicht an. Ich kann es nicht leisten, aber. Ja.
hier ist auch nicht, da ist das Bild von Mew und was weiß ich, wer die restlichen waren. Ja, jetzt sind wir schon 5 Minuten hier am Rumeiern und haben immer noch nichts gefunden. Geh weg, ich hab's eilig. Also deswegen rennen die alle durch die Gegend, die suchen wahrscheinlich auch das Mädchen. Schön. Boah, wo? Ich sollte vielleicht mit den Soldaten reden. Ja genau, wo die verletzten Soldaten überall sind. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die hier durch die Gegend rumzieht und die Soldaten verkloppt. Mann. Das Forschungszentrum wurde angegriffen. Bäh. Mann, wo? Ey, hier sind wieder verletzte Soldaten. Wir sind vom Forschungszentrum. Wissen was passiert? Das könnte ich genauso gut euch fragen. Boah. Boah, seid ihr alle informativ, ne? Halt den Film und Ausschau nach dem Mädchen im Rot. Wo? Oh. So ein Mädchen in Rot gesehen. Kann ja wohl nicht immer noch im Forschungszentrum sein, oder? Da ist sie. There she is, the girl in red. I know you. Ich sehe immer noch so durchgeknallt. Yes, yes, yes. I finally get to finish you off, and it's not even my birthday. Sorry to interrupt your little psychotic episode, but we really need to ask you something. Hast du noch eine Tasse im Schrank? Why would I answer you, Claude? Wait, I have seen you before. Is it possible? Are you Lady Nadia of House Travis? Huh? I seem to be correct. But what would compel an heiress of one of the 6 ruling houses to spy for Azur? I don't know anything about that stinking house. I'm Agria the Shadowless of the Chimeriad. The Chimeriad again? So you're working for... Da war ein bisschen offensichtlich. What's it to you? You tried to destroy the Lance of Kresnik. Well, duh. We want to destroy it too. That makes us allies. If you know where the Lance was taken, tell us. Like I tell you anything. Please, you want to destroy it for the same reason we do, right? Because it's dangerous? You reek. Oh, I've got an idea. Before I destroy the lance, I'll use it to blast Rashigul to itty bitty bits. What is your problem? We're working our butts off. He's so durchgeknallt, ich mag sie. Just by working hard. That sweet reek of yours is giving me brain decay. What's your beef with hard work? Zip it, you little pimple, or I'll pop you. Excuse me? I still remember the agony you caused me that day. This girl is making my head hurt. Ja, und ich wusste es. Na gut, komm her. Komm mit mir, Sis. So, Agria. Gut, da die beiden sich ja so gut verstanden haben, kämpfe ich mal mit Leia. Verdammt. Oh Gott. Okay, komm her. Ach du Kacke. Wie schnell wir kaputt gehen hier. Mila, ich brauche Blut vielleicht. Nein, was macht sie? Zitronengummi. Wie viel AP hat sie überhaupt? 45.000. So, Agria.
Level 33, Boss. Beute, warte mal. Diebesgegenstand. Warte mal, wir müssen halt klauen, weil sonst setzt sie halt immer wieder ein, ne? Aua. Ah. Oh, danke schön, Alvin. Ich traue dir trotzdem gar nicht. Komm mal her. Ach. Ah, gut, geschwollen. Und wir leer nehmen. Feuertyp. Was zum? Mal mit Elise. So. Haben wir irgendwelche verbundenen Dinger? Ja. Geil. Achso, ja. Sieht halt überhaupt was ab. Na gut, ich kümmere mich erstmal um die kleinen Viecher und da kommt sie direkt. Weiß man nicht, ob die immer wieder kommen, aber. Ah, was machst du denn da? Ah, hör auf damit. Na warte, komm her. Hey, die spammt voll, was soll das? Komm her. Zack, zack. Ich treffe irgendwie nicht, kann das sein? Da. Heilung, danke. Oh, wieso? Hä? Soll man nicht mal einen Stab länger rohren? Aber oh, die hat aber schon wieder irgendwie drauf. So, wer zaubert hier wie bekloppt? Du, ne? Hör auf damit. Wir gehen ja voll drauf. Und ich bin mit ihm in Angriff drauf gegangen. Nein. Mal kurz wechseln. Mann, wie viele Viecher sind hier? Aua, aua. Der Kampf ist nicht so leicht. Autsch. Was macht sie jetzt? Aua. Wo bin ich? Hilfe. Was? Nein! Boah. Hilfe! Was? damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, bin ich schon mal Game Over gegangen. Jedenfalls hier ist der Game Over Screen, wollte ich euch natürlich mal zeigen. Boah. Ja. Dann würde ich mal sagen, ja, boah, dann mache ich hier mal einen Cut und wir sehen uns dann, wenn ich es noch mal versuche. Ich werde wahrscheinlich noch ein paar Klamotten hier kaufen, so Ausrüstung und so, und dann sehen wir uns dann wieder. Also wenn wir Ausrüstung kaufen. Ciao.